Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die meisten Leute denken, dass es nur Katholiken und Protestanten gibt. Oh, ihr seid Baptisten? Na, dann seid ihr wahrscheinlich bei den Protestanten. Aber in dieser Folge will ich dir erklären, warum wir als Baptisten keine Protestanten sind, beziehungsweise warum wir Baptisten sind, die ein paar Punkte nennen. Und ja, das eine schließt das andere aus. Als Baptisten sind wir keine Protestanten. Ein Baptist ist kein Protestant, ein Protestant ist kein Baptist. Protestanten sind nämlich eigentlich Katholiken. Protestanten sind sozusagen die Coca-Cola Light der katholischen Kirche. Denn woher kommt dieser Begriff Protestant? Ein Protestant ist nämlich eigentlich ein Katholik, der gegen einige falsche Lehren der katholischen Kirche protestiert. Der gegen einige falsche Lehren seiner katholischen Kirche ist. Ein Protestant ist ein Katholik, de facto. Und heutzutage gibt es viele weichgewaschene Protestanten, die das nicht unbedingt sagen würden. Aber die richtig hartgesottenen Protestanten, die würden sagen, ja, wir sind die wahren Katholiken. Das ist, was sie sagen. Die richtig hartgesottenen Hardcore-Protestanten, die wirklich zu Luther stehen, die sagen, sie sind Katholiken. Sie sind die wahren Katholiken. Protestanten sind einfach Katholikenleid. Es ist gut, dass sie gegen einige falsche Lehren der katholischen Kirche sind, aber sie sind nicht gegen genug falsche Lehren der katholischen Kirche. Das ist das Problem. Und hier ist das Ding. Wir als Baptisten, wir waren schon immer unabhängig. Wir waren noch nie Katholiken. Also wie können wir überhaupt Protestanten sein, wenn wir noch nie Katholiken waren? Denn Protestanten sind Katholiken. Sie protestieren, wie gesagt, einfach nur gegen viele falsche Lehren der katholischen Kirche, sind gegen die Marienanbetung, sind gegen den Papst als Oberhaupt und so weiter. Und wir sehen auch schon im apostolischen Glaubensbekenntnis, das eben nicht nur für die katholische Kirche gilt, sondern eigentlich auch für die evangelische Kirche und auch für lutherische Freikirchen, wie zum Beispiel die selbstständig evangelisch-lutherische Kirche. In dem apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es nämlich, wir glauben an die heilige katholische Kirche. Und heutzutage in der evangelischen Landeskirche wird das meistens ein bisschen verwässert und dann heißt es, wir glauben an die heilige christliche Kirche. Aber letzten Endes spielt das keine Rolle, ob man sagt, ich glaube an die heilige christliche Kirche oder an die heilige katholische Kirche. Denn es steckt derselbe Gedanke dahinter, dieser Gedanke einer universellen, sprich katholischen Kirche. Das ist, was katholisch ungefähr bedeutet. Eine universelle Kirche, eine weltumfassende, eine Kirche, eine Organisation, zu der alle dazugehören. Aber das ist es nicht, was die Bibel lehrt. Also, wir sehen im apostolischen Glaubensbekenntnis, das eben auch für Protestanten gilt, dass sie immer noch festhalten an dieser Idee, an diesem Gedanken der einzig wahren katholischen, universellen Kirche. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt mehrere Kirchen. Und das ist, was auch viele Leute heutzutage nicht verstehen, dass eine Kirche nicht einfach eine riesige Organisation ist mit mehreren Untergemeinden. Das ist, was Katholiken sind. Sie haben die eine katholische, universelle Kirche mit ihren Untergemeinden, die alle dasselbe Oberhaupt, den Papst, haben. Aber die Bibel lehrt Kirchen, mehrere Kirchen, die Kirche in Ephesus, die Kirche der Galater und so weiter, sehen wir in der Bibel, die unabhängig voneinander sind. Und jede einzelne Kirche hat als Oberhaupt nicht den Papst, sondern Christus. Die Bibel lehrt Kirchen, es werden verschiedene Kirchen aufgezählt, auch in den ersten Kapiteln der Offenbarung geht es um all die verschiedenen Kirchen. Es ist nicht eine Kirche, sondern es gibt Kirchen. Ja. Und jede einzelne Kirche, jede einzelne Gemeinde hat Christus als Oberhaupt und den Pastor sozusagen als Unterhirten, der im Auftrag von Christus die Gemeinde leitet, der selbst aber eben nicht dem Papst untersteht, nicht einer menschengemachten Organisation, sondern der Christus untersteht. Die katholische Kirche dagegen mit ihrem komplett unbiblischen Konzept, mit diesem einen Oberhaupt, dem Papst, der laut dem katholischen Katechismus angeblich unfehlbar ist. So viel dazu. Die katholische Kirche, die war von Anfang an eine Staatskirche, von Anfang an eine menschengemachte staatliche Organisation, gegründet von Rom.
Sie war von Anfang an einfach eine Staatskirche, eine menschliche Organisation, keine von Christus gegründete Kirche. Die katholische Kirche ist keine legitime biblische Kirche. Wir als Baptisten haben noch nie dazu gehört. Wir waren immer unabhängig. Wir sind keine Protestanten, weil Protestanten eigentlich Katholiken sind. Und es gibt diese komische Vorstellung, dass es vor der Reformation eigentlich fast nur die katholische Kirche gab. Dann kam eben die Reformation, dann gab es diese Spaltung und jetzt gibt es eben Katholiken und Protestanten. Aber das ist natürlich eine total schwachsinnige Vorstellung, denn es gab schon immer wiedergeborene Christen, wie gesagt. Es gab schon immer Christen, die einfach Christen waren, weil sie an Jesus geglaubt haben, ohne dass sie zur katholischen Kirche gehört haben. Ich meine, Überraschung. Also es gibt diese Vorstellung, dass es einfach nur die katholische Kirche gab und dann kam Luther und hat den wahren Glauben ans Licht gebracht, den es vorher nicht gab, so ungefähr, der vorher verschüttet war. Nun, das ist natürlich nicht biblisch. Die Bibel lehrt, dass es immer einen Überrest von tatsächlich wiedergeborenen Christen gab, immer geben wird. Auch wenn es natürlich dunkle Zeiten waren, vor der Reformation, zur Zeit der Reformation, es waren dunkle Zeiten, in denen die katholische Kirche weltlich auch sehr viel Macht hatte. Aber es ist nicht so, dass Luther dann den wahren Glauben ans Licht gebracht hat. Das ist falsch und also mein erster Punkt ist, wir sind keine Protestanten, weil wir keine Katholiken sind. Wir waren schon immer unabhängig als Baptisten, es gab schon immer wiedergeborene Christen, die wir als Baptisten einfach mit diesem Sammelbegriff zusammenfassen, die nicht Teil dieser katholischen Kirche waren. Mein zweiter Punkt ist aber, dass Luther nicht gerettet war. Und das wird jetzt sogar einige Baptisten heutzutage beleidigen, was ich nicht verstehe. Es gibt allen Ernstes Baptisten heutzutage, oder die sich als Baptisten bezeichnen, aber eigentlich keine Baptisten sind, die eigentlich eine Schande sind für Baptisten. Dazu zählt übrigens der BEFG, der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Ich verstehe es nicht, wie Baptisten heutzutage Luther feiern. Allen Ernstes Luther feiern. Luther, der noch nicht mal gerettet war, und das werde ich dir gleich zeigen, warum ich das glaube, und ziemlich fest davon überzeugt bin, dass er nicht gerettet war. Wie kann man als Baptist Luther feiern, wenn Luther einer derjenigen war, der Baptisten, der wahre Christen eben, verfolgt hat? Baptisten wurden nicht nur verfolgt von der katholischen Kirche, sondern auch von den Reformern. Von Reformern wie eben Luther, hauptsächlich aber Calvin, das war das Schlimmste. Wie kann man diesen Mann feiern, der wahre Christen verfolgt hat? Siehst du, wahre Christen wurden immer verfolgt, werden nie eine Staatsreligion sein, werden nie einer staatlichen Organisation angehören können. Das wird nicht funktionieren. Also wenn angebliche Christen einer staatlichen Organisation angehören, sprich katholische Kirche, dann sind es keine Christen. Sie gehen Kompromisse ein, garantiert, die sie eingehen müssen, ansonsten könnten sie keine staatlich abgesegnete Organisation sein. Es funktioniert nicht. Weil die Bibel lehrt, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, Christus Jesus, Verfolgung erleiden werden. Nicht vielleicht, sondern es wird passieren, garantiert. Mein zweiter Punkt ist eben, dass Luther nicht gerettet war. Warum sollten wir uns mit Luther identifizieren als Baptisten, wo Luther gar nicht gerettet war und Baptisten verfolgt hat? Aber warum sage ich das jetzt mit so einer Sicherheit, dass Luther nicht gerettet war? Nun, hier ist das Ding. Kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Nein, denn ich habe mit Luther natürlich nie von Angesicht zu Angesicht geredet. Ich kann es also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber wir haben natürlich einige Texte, einige Schriften von Luther, in denen wir eben seine Theologie nachlesen können. Und ich möchte dir einfach zitieren, was Luther geschrieben hat in dem Buch von den Juden und seinen Lügen. Und falls du dich jetzt fragst, aber Anselm, hast du es überhaupt gelesen, das Buch? Ja, ich habe es gelesen, es war ein ziemlich gutes Buch. Aber es gibt ein paar Stellen, die das Buch einfach kaputt machen. Zum Beispiel dann, wenn Luther von der Taufe schreibt. Und er hat Folgendes geschrieben. Ebenso empfangen bei uns die Kinder die ganze rechte, völlige Taufe, das Wort mit dem Zeichen und scheiden es nicht voneinander, kriegen den Kern in der Hülse. Gott ist da, der sie tauft und mit ihnen redet und sie dadurch selig macht. Also laut diesem Zitat aus von den Juden und ihren Lügen hat Luther geglaubt, dass Gott jemanden selig macht, also rettet durch die Taufe. Er schreibt, Gott ist da, der sie tauft und mit ihnen redet und sie dadurch selig macht. Also er macht die Kinder, ja, es geht hier um Kindertaufe sogar, was natürlich sowieso komplett unbiblisch ist, es geht hier um die Kindertaufe und Gott macht sie dadurch selig, dass er sie eben tauft. Also wodurch wird jemand selig, wodurch wird jemand gerettet, laut Luther, laut diesem Zitat, durch die Taufe. Nun, man könnte zu Recht sagen, dass dieses Zitat vielleicht nicht so eindeutig ist, aber dann lass uns einfach lesen, was Luther geschrieben hat im kleinen Katechismus im sogenannten vierten Hauptstück. Da schreibt er über die Taufe, sie wirkt Vergebung der Sünden. Also die Taufe, ja, über die Taufe schreibt er, sie wirkt
Vergebung der Sünden. Er löst vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten. Also laut Luther wirkt die Taufe Vergebung der Sünden. Und er schreibt natürlich auch, dass die Taufe die ewige Seligkeit allen gibt, die es glauben. Also ja, du musst halt dran glauben, aber letzten Endes ist es, was dich rettet, es ist die Taufe. Das ist, was hier eindeutig daraus hervorgeht. Sie wirkt Vergebung der Sünden. Erlöst vom Tode und Teufel, schreibt er über die Taufe. Das ist komplette Irrlehre, das ist ein falsches Evangelium und deswegen sage ich, dass Luther nicht gerettet war. Ich meine, das ist der einzige Schluss, den ich daraus ziehen kann, dass Luther ein falsches Evangelium gepredigt hat. Glaube plus Werke. Also ja, du musst natürlich dran glauben, aber du brauchst die Taufe, um selig zu werden, um gerettet zu werden. Die Taufe wird dich erlösen vom Tode und vom Teufel. Und genauso wie die Katholiken verdreht Luther Markus Kapitel 16, Vers 16. Und da sehen wir einfach, das ist einfach eines der vielen Beispiele dafür, dass Luther natürlich immer noch Katholik war. Er war halt Protestant, er hat gegen die katholische Kirche protestiert. Er war mit einigen nicht einverstanden, zu Recht, aber er war immer noch Katholik. Steckte immer noch fest in vielen falschen, verderblichen Irrlehren. Und er verdreht Markus 16, Vers 16, wo es heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Ha, siehst du, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Du musst dich taufen lassen, um gerettet zu werden. Aber der Vers geht weiter. Der Vers sagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also laut der Bibel, was ist der Grund, warum jemand verdammt wird? Was ist der Grund, warum jemand in die Hölle kommt? Da sagt die Bibel, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Grund, warum jemand in die Hölle kommt, ist, weil er ganz einfach nicht geglaubt hat. Nicht, weil er nicht getauft war. Also wenn wir den ganzen Vers lesen und nicht irgendwie verdrehen, dann lehrt dieser Vers, dass man letzten Endes natürlich gerettet wird, nicht verdammt wird, indem man was tut? Glaubt. Nun, ist die Taufe wichtig? Soll sich ein wiedergeborener Christ taufen lassen? Natürlich, das ist ein Befehl Gottes, es ist wichtig. Und das ist einer der Gründe, warum es hier heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denn im Optimalfall würde jemand einfach am selben Tag, möglichst sofort, nachdem er sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, gerettet ist, würde er noch am selben Tag getauft werden. Das im Optimalfall. Das ist aber nicht immer der Fall natürlich. Ich meine, wir sehen so Fälle wie zum Beispiel den Kämmerer aus Äthiopien, der von Philippus getauft wurde am selben Tag, als er gerettet wurde. Wir sehen aber auch Fälle wie den Dieb am Kreuz, der einfach nur gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein, ohne dass er getauft wurde. Aber Markus 16, Vers 16, wenn wir den Vers einfach lesen, wenn wir die Bibel lesen und nicht verdrehen, dann lehrt dieser Vers natürlich, dass man gerettet wird durch den Glauben allein, ohne irgendwelche guten Werke. Überraschung. Aber genauso wie die Katholiken, weil Luther natürlich Katholik war, genau genommen, verdreht er Markus 16, Vers 16, um zu lehren, dass man eben getauft werden muss, um gerettet zu werden. Luther war nicht gerettet, er hat Baptisten gefolgt, deswegen sind wir keine Protestanten. Also erster Punkt, Protestanten sind Katholiken, sie sind sozusagen die Coca-Cola Light des Katholizismus. Wir haben damit nichts zu tun. Baptisten waren immer unabhängig, es gab nämlich immer diese wiedergeborenen Christen, diese komischen, die nie Teil dieser staatlichen Organisation der katholischen Kirche waren. Diese heidnischen Organisationen, denn die katholische Kirche hat einfach nur römische Götter, sprich Dämonen, übernommen und ihnen andere Namen verpasst. Oh, du heißt jetzt Maria, du bist jetzt irgendein Heiliger. Es ist einfach nur heidnischer Kult, nichts weiter. Zweitens, Luther war nicht gerettet, er hat Baptisten verfolgt. Warum sollten wir uns mit einem identifizieren, ihn feiern sogar, wie das Baptisten heutzutage machen, diese Pseudo-Baptisten, wo Luther derjenige war, der Baptisten verfolgt hat, der, wie all die anderen Reformer, ja, sie waren gegen Baptisten, sie waren gegen die Wiedertäufer, denn der Name Baptist kommt eigentlich von Anabaptist und Anabaptist aus dem Griechischen bedeutet Wiedertäufer. Das war ein Name, der eben wiedergeborenen Christen zur Zeit der Reformation gegeben wurde, weil eben die wahren Christen gesagt haben, hey, du bist Katholik, du glaubst jetzt an das richtige Evangelium, wenn jemand gerettet wurde, du musst jetzt getauft werden. Du musst jetzt richtig getauft werden. Deine vorherige Pseudotaufe, dieses bisschen Besprenkeln mit Wasser, das war erstens keine richtige Taufe, zweitens warst du nicht gerettet. Jetzt, wo du gerettet bist, musst du wirklich getauft werden. Deswegen wurde ihnen eben der Name Wiedertäufer gegeben, was wahrscheinlich eher eine Art Spottname war. Genauso wie wir in der Bibel lesen, dass in Antiochia die Jünger zuerst als Christen bezeichnet wurden. Aber das sind eben diese Christen, die folgen diesem Christus nach. Aber wir sagen eben, ja, wir sind Christen. Ja, wir folgen diesem Christus nach. Richtig. Und wir sagen auch, ja, wir sind Baptisten. Ja, wir sagen, dass jemand, der Katholik war oder Protestant war, dass der richtig getauft werden muss, sozusagen nochmal getauft werden muss, wenn er eben wirklich das richtige Evangelium glaubt, wenn er gerettet wird. Aber drittens,
Baptisten sind die wahren Christen, die bis zu den Aposteln zurückreichen. Das ist natürlich etwas, was die katholische Kirche auch behaupten würde. Die katholische Kirche glaubt an die sogenannte apostolische Sukzession, also dass sie zurückgehen bis zu den Aposteln, bis zu Petrus. Sie behaupten einfach, obwohl das nirgendwo in der Bibel steht, dass Petrus die katholische Kirche gegründet hat, dass er der erste Papst war. Was für ein Schwachsinn. Zeige mir Kapitel und Vers, wo das steht. Richtig, es steht nirgendwo. Natürlich behaupten sie das einfach, weil sie dadurch, durch diese apostolische Sukzession, ihre Legitimität begründen können. Aber hier ist das Ding. Die katholische Kirche lehrt ein falsches Evangelium, einen Haufen falsche sonstige Irrlehren. Sie haben ein einziges Oberhaupt, den Papst, was komplett unbiblisch ist. Sie haben all diese unbiblischen Ämter. Es ist eine riesige staatlich gegründete Organisation, komplett unbiblisch. So ziemlich alles an der katholischen Kirche ist unbiblisch. Sprich, es ist eine Lüge, dass sie bis zu den Aposteln zurückgehen. Es kann gar nicht stimmen. Ansonsten müssten sie doch eine legitime Kirche sein, sind sie aber nicht. Allein schon deswegen, weil sie ein falsches Evangelium verbreiten. Aber wir als Baptisten sind eben die wahren Christen, die zurückreichen bis zu den Aposteln. Und das muss so sein, denn die Bibel lehrt eindeutig, dass Pastoren, Diakone, Evangelisten, Männer, die Ämter bekleiden in einer Kirche, und ich sage bewusst in einer Kirche, weil es eben nicht nur die eine universelle Kirche gibt, sondern es gibt mehrere Kirchen. Und wir brauchen diese unabhängigen Kirchen, denn hier ist das Ding, wenn wir in einer Denomination wären oder in einer Organisation wie der katholischen Kirche und eine Untergemeinde würde ja, einen falschen Weg gehen, in Irrlehre gehen, dann wären wir immer noch in dieser Organisation, müssten immer noch zusammenarbeiten. Aber als unabhängige Gemeinde können wir sagen, hey, wir sind unabhängig, wir haben mit diesen falschen Kirchen, die in Irrlehren verbreiten, einfach nichts zu tun. Wir hatten nie irgendwas mit denen zu tun oder wir waren vielleicht mit ihnen befreundet, jetzt sind wir nicht mehr befreundet, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Würde aber nicht funktionieren in einer Denomination, in einer menschengemachten Organisation, weil wir dann ja in dieser Organisation wären und dann müssten wir alle zusammenhalten, auch wenn einige Leute Irrlehren verbreiten. Und dann wird nämlich die ganze Denomination mit sich gerissen in falsche Lehre, in falsches Evangelium, wird aber nicht passieren, wenn wir dem biblischen Konzept von unabhängigen Gemeinden folgen. Dann gibt es natürlich schlechte Gemeinden, aber dann kannst du sagen, ich gehe einfach in eine andere Gemeinde. Macht viel mehr Sinn, logischerweise. Das ist deswegen so wichtig, dass wir zurückreichen bis zu den Aposteln, weil eben Pastoren, Diakone, Evangelisten und so weiter ausgesandt werden müssen durch Handauflegung und durch Gebet von einer anderen Gemeinde, von einem anderen Pastor, der wiederum ausgesandt wurde von einer anderen Gemeinde. Und somit gibt es eben diese Linie, die zurückgeht bis zu den Aposteln. Also wenn jemand sagt, hey Leute, ich bin Pastor, ohne dass er wirklich ausgesandt wurde, ohne dass ihm die Hände aufgelegt wurden, dann ist derjenige illegitim. Dann ist er kein richtiger Pastor in Gottes Augen. Dann ist es keine legitime Kirche, die er gründet. Und das ist eben auch der Fall mit der katholischen Kirche. Es wird oft behauptet, dass Täufer erst in der Reformation aufkamen. Aber abgesehen davon, dass wir natürlich in der Bibel sehen, dass es schon immer Christen gab, dass es schon immer Leute gab, die den Namen des Herrn angerufen haben, die gerettet waren. Und abgesehen davon, dass wir in der Bibel sehen, dass es immer einen Überrest gibt. In jedem Volk gibt es einen Überrest, garantiert. Und es muss immer diesen Überrest geben, ansonsten gäbe es eben keine Linie von den Aposteln bis zu einer heutigen legitimen Baptistengemeinde. Aber es wird behauptet einfach, dass Täufer erst in der Reformation aufkamen. Da könnte man sogar Professoren fragen, Universitätsprofessoren, die werden dir sagen, dass die Täufer quasi Kinder der Reformation sind. Aber das ist so unfassbar gelogen, das ist so unfassbar falsch. Denn Stanislaus Hosius, ein römisch-katholischer Kardinal und päpstlicher Legat auf dem Konzil von Trient, geboren 1504 in Krakau, hat Folgendes geschrieben. Und ich werde den lateinischen Namen dieses Schriftstücks nicht versuchen auszusprechen. Er hat ungefähr Folgendes geschrieben, ich habe das Zitat zusammengefasst, nicht exakt zitiert, weil der Satzbau einfach extrem schwierig ist, schwer zu verstehen. Die exakte Quelle, die werde ich hier unten verlinken in der Beschreibung, wenn du es nachlesen möchtest. Stanislaus Hosius, also wie gesagt, römisch-katholischer Kardinal, hat Folgendes geschrieben. Während die Baptisten in den letzten 1200 Jahren nicht schwer geplagt und mit dem Messer der Verfolgung abgeschnitten worden, würden sie in größerer Zahl als alle anderen wimmeln. Also, die Behauptung, die wir heutzutage finden, ist, dass Täufer quasi Kinder der Reformation sind. Sie kamen erst in der Reformation auf. Sie waren die richtig extremen Reformatoren. Aber wenn wir einen römisch-katholischen Kardinal fragen, was der schreibt, und er ist 1504 geboren und er wurde beauftragt damit, gegen den Protestantismus zu kämpfen. Also der Mann wusste Bescheid. Wenn wir so einen Mann fragen, der hat gesagt,
Wären die Baptisten in den letzten 1200, also 1200 Jahren, nicht schwer geplagt und mit dem Messer der Verfolgung abgeschnitten worden, würden sie in größerer Zahl als alle anderen wimmeln. Was lernen wir daraus? Dass im 16. Jahrhundert gesagt wurde, dass es Baptisten schon weit über 1000 Jahre vorher gab. Das ist es, was ein Katholik zugibt. Aber dann wird heutzutage behauptet, dass die Baptisten, dass die Wiedertäufer, die Anabaptisten, erst in der Reformation aufkamen. Kardinal Hosius hat aber gesagt, 1200 Jahre. So lange gab es sie schon. Und natürlich sind diese 1200 Jahre keine exakte Zahl. Ich glaube nicht an exakt 1200 Jahre. Das ist nicht die Bibel, was er geschrieben hat. Das ist natürlich keine zu 100% zuverlässige Quelle. Zuverlässig ist einzig und allein die Bibel. Aber das ist einfach ein interessantes weltliches Zitat, das zeigt, dass es Baptisten natürlich schon vorher gab. Warum? Weil Baptisten einfach ein Sammelbegriff ist für wiedergeborene Christen, die nie Teil der katholischen Kirche waren. Und genauso hat auch dieser Kardinal Hosius den Begriff Anabaptist verwendet. Dieser Begriff kam zwar erst, soweit ich das weiß, zur Zeit der Reformation auf, aber er hat diesen Begriff verwendet eben für wiedergeborene Christen, die nicht Teil der katholischen Kirche waren, die es schon vor 1200 Jahren gab, aus seiner Sicht. Ich würde sagen, die zurückreichen bis zu den Aposteln, das ist, was die Bibel eigentlich lehrt, weil eben legitime Pastoren und so weiter durch Handauflegung ausgesandt wurden. Und das geht zurück bis zu den Aposteln. Also es gab immer Christen, die nicht dazugehört haben zur katholischen Kirche. Die katholische Kirche wurde natürlich erst später gegründet, die Überraschung. Sie wurde nicht von Jesus Christus selbst gegründet, sondern sie wurde von irgendwelchen Heretikern gegründet, von irgendwelchen Irrlehrern, die einfach im Bett lagen mit der römischen Regierung. So sieht's aus. Aber wir sehen eben aus diesem weltlichen Zitat, aus dieser weltlichen Quelle, dass Katholiken zugegeben haben, dass es Baptisten schon weit über 1000 Jahre vorher gab. Und ich möchte schließen mit diesem Zitat von Hosius, auch wieder ein ungefähr zusammengefasstes Zitat, die Quelle werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Er schrieb, dass es keinen festeren und wahreren Glauben gäbe als den der Anabaptisten, denn es gibt keine, die grausamer bestraft worden wären oder die ihre Strafe tapferer, standhafter und freudiger auf sich genommen hätten. Ja, die sich aus freien Stücken dem Tod geweiht hätten, war er noch so schrecklich und schmerzlich gewesen. Und dazu kann ich nur Amen sagen. Ja, wir sind diese Baptisten, die egal welchen Widerstand hinnehmen und einfach weitermachen. Ja, wir sind diese wahren Christen, die zurückgehen bis zu den Aposteln, über die geschrieben steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Absatz 41. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen.